Jetzt möchten wir miteinander etwas anschauen, was wirklich absolut essentiell ist, wenn es ums Jazzpiano geht. Es geht um das Fühlen des Offbeats. Du hast das vermutlich auch schon gehört im Boogie-Woogie-Kurs, Blues- und Boogie-Woogie-Kurs, bin ich da schon ein bisschen drauf eingegangen. Jetzt werden wir ein bisschen tiefer eintauchen. Ich habe festgestellt, vor allem klassische Pianisten, die eigentlich sehr virtuos schon spielen können, sich virtuos bewegen können auf der Tastatur, sobald es hier ums Offbeat-Feeling geht, um Swing-Feeling, ui, da haben sie erheblich Mühe. Und es ist wirklich absolut wichtig, auch wenn du technisch jetzt schon fortgeschritten bist, dass du dies wirklich ganz langsam anschaust, übst und auch ganz viel Geduld mit dir hast. Okay, das war jetzt die Einleitung, jetzt geht's los. Du stellst das Metronom ein, du kannst das Tempo 50 oder 60 benutzen. Ich habe jetzt hier das Tempo 50. Und jetzt, bevor du mit Spielen beginnst, wirklich bevor du mit Spielen beginnst, lässt du das einfach auf dich wirken, das Metronom. Die meisten werden jetzt 1, 2, 3, 4 oder 1, 2, 3 zählen. Das ist üblich, das haben wir bis jetzt immer so gemacht. Also das Metronom ist entweder die Zählzeit oder wenn wir jetzt ein höheres Tempo haben, haben wir die 1 und die 3. So kriege ich 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jetzt, im Jazz ist es ein bisschen anders. Wenn du einmal einer Jazz-Combo zugehört hast, hast auch zugeschaut, dann wirst du feststellen, der Schlagzeuger, der hat neben sich, meistens links von sich, hat er so zwei kleine Becken. Und das ist die sogenannte Hi-Hat. Wenn er sich eher im traditionelleren Jazz bewegt, dann wird die Hi-Hat immer eine spezielle Funktion wahrnehmen. Und zwar wird diese auf 2 und 4 so zusammenkommen. Also es wird. Und das ist absolut entscheidend, dass das die 2 und die 4 ist und nicht die 1 und die 3. Und jetzt, wenn du die Sachen übst, die ich dir jetzt zeige, dann wird das Metronom nicht mehr die 1 und die 3 sein, sondern die 2 und die 4. Wenn ich ja das jetzt so höre, dann kann ich einfach probieren zu zählen. 2, 4, 2, 4. Das ist vielleicht noch ein bisschen ungewohnt jetzt. Wenn du das gut kannst, 2, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und du merkst, mein Zählen ist jetzt anders. 1, 2, 3, 4. Und vielleicht fühlst du das nur schon ein bisschen, wenn du das so hörst und so zählst. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Auf Englisch hört sich besser an. 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay, jetzt habe ich die 2 und die 4 so mitgezählt. Du kannst auch mitschnippen auf die 2 und die 4. Und dann probierst du zuerst, bevor du etwas anderes machst, nur, ich sage jetzt mal, Viertelnoten zu spielen. Ich werde nur diese Noten spielen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Wenn du das jetzt übst und du bist es noch nicht gewöhnt, an dieses Swing-Feeling wird es das Mutter so anhören bei dir. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Du wirst vermutlich wieder zurückfallen auf die 1 und die 3. Sobald du zurückfällst auf 1 und 3, machst du eine kleine Pause. Du atmest kurz durch und lässt es nochmal auf dich wirken. Es ist wirklich wichtig, dass wenn du das Metronom so hörst, dass du sofort switchen kannst, rein mental, vom Gehör her, auf 2 und 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Wenn du jetzt merkst, dass du abdriftest, dass hier sowas passiert, du kriegst einen Stress, hörst du einfach auf. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Natürlich kannst du auch eine andere Reihenfolge hier verwenden, so wie ich das jetzt gemacht habe. Okay, also, sobald du in den Stress kommst, hier, es geht nicht nur um das Technische, ich weiß, es ist einfach, es geht wirklich um das Gefühl und das Gehör, dass das zusammenkommt und eben, sobald du in den Stress kommst hier, einfach kurz aufhören, innehalten und dann wieder neu justieren.